Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, kurz gucken, ob die Aufnahme läuft. Läuft. Alles klar. So, wir befinden uns hier in der ersten Aufnahme im neuen Jahr. Ich bin jetzt mittlerweile auch wieder topfit. Ja, total. Und ich hoffe mal, dass die Rohkleitsprobleme auch behoben sind. Also die Festplatte war nicht voll. Wir werden einfach mal sehen, was jetzt nun eigentlich das Problem war und warum haben wir jetzt hier keine Kohle mehr übrig. Scheißendreck. Toll. Müssen wir uns nochmal darum kümmern bei Gelegenheit. Dann können wir mal die Kohle hier klauen und da reinpacken. Alles klar. So, dann kommt das Jolt da nicht rein, weil kein Platz ist. Verdammt. Ja, dann packen wir es in die andere Kiste. Das ist ja alles halb so wild. Wir sind ja da flexibel. So, wir haben Steaks, wir haben Schaufeln, wir haben Spitzhacken, Schwerter. Jetzt sind wir auf jeden Fall besser ausgerüstet. Unsere Rüstung wird bald die Hufe hochreißen, aber was soll's? Eigentlich können wir auch den Bogen bald mal hier lassen, weil der geht mir auf den Sack. Weil schießen können wir damit nicht mit unseren paar Pfeile, die wir nicht bei uns haben, weil die halt immer in irgendeiner Kiste drin sind. Aber gut, was soll das? So, wir brauchen auf jeden Fall, wir holen uns mal hier ein bisschen Kohle. Ich meine, es ist ja genug zur Auswahl da. So ist das ja nicht. Ist ja nicht so, dass wir hier kein bisschen Kohle haben. Dann reißen wir die hier einfach mal raus. Und dann werden wir uns weiter an unser Häuschen machen. Die letzte Erkundungstour war ja eigentlich doch vielversprechend. Wenn da diese Hungerprobleme nicht aufgetaucht wären, dann wäre es auf jeden Fall besser gelaufen. Als es gelaufen ist. So, mach jetzt noch mehr Kohle. Können wir alles mitnehmen. Ich denke mal, Kohleprobleme werden wir hier nicht haben. Und wir müssen jetzt halt auch keine halbe Weltreise machen, wenn wir mal welche brauchen. Deswegen passt das alles ganz gut. So. Ja, die Kohle nehmen wir weg. Wir müssen dann mal gucken, was wir denn am dümmsten machen mit dem Haus. Ich habe da nämlich einige Pläne. Ich habe das Haus jetzt auch so ungefähr 5000 Mal schon fertiggestellt. Achso, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Kram hier. Wa? Ich habe das schon ein paar Mal fertiggestellt und jedes Mal aber anders gebaut. Und dann hat mir das wieder nicht gefallen, hat mir was anderes wieder nicht gefallen. Und dann habe ich das wieder umgebaut. Und das ist zum Beispiel das Gute am Let's Play. Wenn uns danach ist, dann ändern wir halt das eine oder andere nochmal ab. So, die Kohle packen wir jetzt hier rein. Baumstämme haben. Haben wir denn noch mal normales Holz hier oder haben wir das jetzt alles verballert? Wir haben noch Treppen. Und da haben wir noch 22 Eichenholzbretter. Sehr gut. Hier ist noch mal Eichenholz. Und das war's. Super. Können wir ja bald wieder Holz sammeln. Das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Okay, wir werden ins... Gehen wir einfach mal hoch und gucken wegen der zweiten Etage. Wenn die fertig ist, dann ist der Rest ja nur noch Pipifax. So, das hier wird die Ecke. Dann müssen wir das quasi... Quasi. Nein, hier müssen wir nochmal. Ja, jetzt hätte ich mal die Steinziegel gleich mitnehmen können. Da. Alles klar. Hammer. Und... So, was machen wir denn jetzt weg? Die Fackeln. So. Das wird dann sozusagen die Ecke. Und dann müssen wir hier nochmal alles hochziehen. Ist uns da nicht letztes Mal das Holz ausgegangen oder war die Folge beendet? Ich weiß es gar nicht mehr. Also die Aufnahme. Aber wir finden es wahrscheinlich niemals raus. Mann. Was machst du denn hier? So. Ah, genau. Das sieht auf jeden Fall sehr danach aus, als wenn es aus Holz ausgegangen ist. So, hier sind wieder ein paar Bäumchen gewachsen. Das ist ja auch schon mal schön. Hier hat uns der Creeper dann geholfen. Drecksvieh. So. Kann man mal den Baum hier gleich mitnehmen. Weil die müssten dann sowieso weichen. Und ich habe festgestellt, immer wenn ich die Häuser hier so gebaut habe, dann war der Eingangsbereich größer als alles andere. Das heißt,
Ich habe dann da sozusagen gar nichts mehr reingekriegt. An Zimmern oder Räumen. Und demnach müsste dann das Haus nochmal um einiges größer gebaut werden. Und das, denke ich mal, wird ganz lustig. So. Jetzt könnten wir hier schon mal so eine Abgrenzung reinballern. So. Und so. Und so. Und so nicht. Penis. So. Aber dann. Ach ja. Und dann so. Und dann können wir uns mal die Treppen haben wir jetzt gar nicht bei. Haben wir überhaupt noch welche? Ich check mal die Lage. Wir haben noch Treppen. Wenn auch nicht besonders viele. Dann steigen wir hier mal durchs Fenster ein. Hier haben wir auch keine Treppen mehr. Okay. Dann müssen wir uns wohl noch welche machen. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir nicht genug Rohstoffe haben. So. Und so, schwuppdiwupp. Ja, guck mal, aber nicht ganz so viele. So viele brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber auch nicht ganz so wenige. Das ist ja Blödsinn, was ich jetzt hier gemacht habe. Können wir uns mal einen Chicken Wing reinpfeffern. So. Es wird schon wieder dunkel. Das finde ich nicht gut. Weil wenn es dunkel ist, ist es immer so dunkel. Dann kommen ja die bösen Monster so. Und machen alles kaputt. Was wir hier mit... Genau das meine ich. Genau. Oh. Genau. Mann. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal pennen. Bevor ich hier noch völlig ausflippe. Und den Verstand verliere. Und das war doch gerade falsch. Ja, komm. Wir gehen mal pennen. In unserem Bunker. So. Und dann wird das auch alles wieder gut. Oh, diese verkackten Creeper gehen mir so auf den Senkel, echt. Oh, es sterbt alle. Allesamt. Ja, fand ich nicht so nett jetzt. So. Na? Aua. Wir sind schon wieder Level 34, sehe ich gerade. Das ist ja der Hammer. Tja, so kann man seine Rohstoffe auf jeden Fall auch verschwenden. Für Creeper-Reparaturen. Finde ich nicht so pralle. Ganz ernsthaft, ey. So, die Samensetzlinge nehmen wir wieder mit. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier am blödsten machen. Also der Ausgang kommt ja dann quasi da so hin. Wie gesagt, das hier ist die Rückseite. So. Und so. Und so. Ja, ist ja lustig. Dann schaue ich mal, vielleicht bauen wir nicht erst den Eingangsbereich. Dann teile ich das erstmal so grob ab. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Übrigens habe ich in der Kopie versucht, eine 3x2 Redstone-Tür zu bauen. Das ist mir mit Hilfe eines Tutorials so gesehen auch gelungen. Und dann war ich dabei, den Keller fertig zu machen, hab dann einen Redstone-Teil rausgerissen und dann habe ich es nicht mehr hingekriegt. Es ging einfach nicht mehr, nix ging mehr, gar nix. Das fand ich nicht so cool. Also, welcher Höhe ist denn das so hier? Dann kommt hier die Erde weg. Ja doch. Da kommt so ein Baumstämmchen hin. Die Erde kommt eh weg.
So. So. Von außen natürlich auch. Soll ja schon hübsch aussehen. Jetzt habe ich die Axt weggepackt. So. Der Baum muss auch weichen. Und das Loch wird dann noch gestopft bei Gelegenheit, aber noch nicht jetzt. So. Nein, so nicht. Und ich glaube, hier könnte das Ganze dann mal einen Knick machen, aber... Ja, wir müssen uns jetzt hier auf die Seite vorarbeiten, wobei ich denke, dass das hier von der Größe aus schon, von der Größe her schon reicht. So. Und dann bauen wir dann irgendwo hier den Eingang hin, vorzugsweise mittig. So. Und das war's mit den Baumstämmen. Hammer. Aber ist nicht so schlimm, wir haben noch ein bisschen Holz hier. Und auch Steaks. So. Und dann kommt das hier alles weg wieder mal. Der schöne Baum muss weichen. Wie gesagt, ich will erst noch ein bisschen Grundriss fertig kriegen. Damit wir dann... Ja, das ist so ein bisschen komisch. Wir müssen jetzt hier quer durcheinander bauen. Weil ohne das eine geht das andere nicht. Genauso wie mit dem Keller. Da muss ich erstmal die obere Etage raufzimmern, um zu sehen, wie groß man den Keller denn überhaupt machen kann. Wobei ja das unter der Erde ist, da kann man so groß bauen, wie wir wollen. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Also ich bin selbst gespannt, wie es denn diesmal aussehen wird. Bock. Achso, hier sind Steine. Unser Inventar voll. Hammer. Mehr. So, und die Blätter wollen hier nicht ab, oder was? Blätter müssen wir uns auf jeden Fall auch noch besorgen. Ihr wisst ja, wie ich dekoriere am liebsten. Es wirkt schon ganz schön anders, wenn man das so macht. Wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß, was ich meine. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Warum geht denn das jetzt hier nicht auf? Verdammt! Gibt's doch nicht. Warum geht es nicht auf? Es muss aufgehen. Also entweder habe ich mich irgendwo verzählt. Was sehr wahrscheinlich ist. Ach, hier. Hier ist der Fehler. Kommt das hier wieder weg? RIP. Dann kommt das auch wieder weg. Oh je, worauf habe ich das? Das war die Axt. Axt. Eisen. Nee. Haben wir die Pfeile in die andere Kiste gepackt? Guck mal, wir haben ja sowieso noch so viel Krempel hier drin. Sticks haben wir bei, alles klar. Muss ich das mal kurz überlegen. So und so. Haben wir eine wunderschöne Eisenaxt. Und damit können wir dann wieder etwas Holz abbauen. Den wir ursprünglich da hingesetzt haben. Was also quasi für ein Arsch ist. Quasi. So. Demnach müsste dann das Ganze so, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, so, dann müssten die ja angepasst werden, 1, 2, 3, wobei das eigentlich ganz praktisch wäre, wenn es auf der einen Seite unsymmetrisch ist. Wie gesagt, ich kann keine Redstone-Tür bauen, das würde ich gern, aber ich kann es nicht. Außer es ist für euch okay, wenn ich mir irgendwo eine mopse und die dann per MacEdit einfüge.
Aber das war eigentlich nicht so der Plan. Das ist ja ein Let's Play und kein Let's Import. Deswegen schauen wir einfach mal. Ich reiße jetzt erstmal alles weg hier. So. Das geht immer noch nicht auf, warum nicht? Och ey, macht mal alle fertig. Weil ich die Ecke da genauso gebaut habe. Toll. Obwohl ich ja eigentlich schon fast sagen würde, dass wir das so lassen. Weil dann hätte